Hallo, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Wir tauschen hier heute die Kamera und das Kameraglas bei einem iPhone X. In dem Fall war auch die Kamera kaputt, weil da Staub reingekommen ist. Ich muss zunächst einmal hinten diese Pentalobe-Schrauben lösen. Die sind etwas länger als beim iPhone 7. Jetzt wird das Gerät erstmal vorne etwas erwärmt. Und dann fahren wir mit einem 0,2 mm Federstahlblech an einer Ecke ganz leicht zwischen Display und Rahmen, und danach kommt man eigentlich auch ganz gut mit einem Fingernagel unter das Display und kann rundherum das Display ganz leicht rausbekommen. Das Display wird dann zu 90 Grad zur Seite aufgeklappt und gegen einen Gegenstand gelegt. Ich habe das hier noch zusätzlich mit etwas Malerkrepp fixiert, und dann markiere ich erstmal die Schrauben, die unterschiedlich lang sind, markiere ich auch mit unterschiedlich farbigen Stiften. Ich orientiere mich da immer an der Anleitung von iDoc. Man braucht hierfür diesen Spezialschraubenzieher, der nennt sich auch Tripoint-Schraubenzieher. Das ist so ein spezieller Schraubenzieher nur für Apple-Geräte. Die Schrauben bitte sorgfältig auf eine Magnetplatte zum Beispiel ablegen oder in der Reihenfolge, wie ihr das Gerät öffnet. Beim Zusammenbauen müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Schrauben nicht verwechselt werden, denn wenn man eine zu lange Schraube da reindreht, kann man die Platine zerstören und dann ist das Gerät unbrauchbar. Ich fange jetzt hier erstmal damit an, den Akkustecker zu lösen. Sollte man lieber ein Kunststoffwerkzeug nehmen. Der Akkustecker, ihr seht es hier auf dem Bild, befindet sich hier ziemlich weit unten, und anschließend lösen wir die zwei Kabel von dem Display. Das eine ist wohl für die Touch-Funktion zuständig und das andere für das Display. Dazu benutze ich wieder mein Metallwerkzeug, was auch der Zahnarzt benutzt, um Füllungen zu setzen. Damit kommt man wunderbar unter diese Konnektoren und reißt da auch kein Bauteil raus. Und damit löse ich jetzt die anderen Steckkontakte. Jetzt ganz wichtig, wir haben vorne an der Kamera haben wir noch ein kleines Kabel, das ist auch leicht angeklebt. Das bitte ganz vorsichtig trennen und vorher die Verklebung etwas lösen. Ich hatte das schon mal hier ausgebaut, das Display, deswegen geht es hier sehr viel einfacher, aber das ist sonst ganz minimal angeklebt. Es ist halt wichtig, dass das nicht Eis einreißt, sonst geht diese Face-ID-Funktion nicht mehr. Aber da kann man auch notfalls wieder die Bauteile auf ein neues Flex-Kabel löten, denn ich mache ja auch normalerweise Mikro-Soldering-Arbeiten. Jetzt baue ich hier schon die Kamera aus, löst die zwei Schrauben und die Abdeckung darüber, und dann nimmt man die Kamera, hebelt man ganz leicht vorne raus. Vorher bitte die zwei Steckverbindungen lösen, mit denen die Kamera auf dem Mainboard verbunden ist. Die lassen sich auch ziemlich leicht lösen. Und ihr könnt dann anschließend einfach die Kamera zur Seite legen, und erst dann sollte man sich um das Kameraglas kümmern. Also wichtig, ganz wichtig, halt vor der Reparatur immer die Kamera ausbauen. In meinem Fall war es so, dass inzwischen Staub an die Kamera gekommen ist, so dass ich leider auch eine neue Kamera gebraucht habe. Aber wenn nur das Kameraglas beschädigt ist und man achtet darauf, dass anschließend kein Dreck reinkommt, den man zum Beispiel mit einem Streifen Tesa abdeckt, dann reicht es in der Regel, wenn man nur das Kameraglas tauscht, und man braucht dann nicht extra noch eine neue Kamera, denn die kostet auch bei eBay so etwa 70 Euro, je nachdem, wo man sie halt kauft. Hier auch könnt ihr nochmal die Kamera erkennen, wie sie ausgebaut aussieht. Und darunter jetzt das Kameraglas und nochmal einen kurzen Blick auf die Konnektoren.
Wenn ihr das iPhone mit der Displayseite nach unten ablegt, solltet ihr ein bisschen was zur Erhöhung unter das iPhone legen, damit oben dieser Infrarotkamera nichts berührt und nicht beschädigt werden. Hier sieht man auch schon, dass sich das Kameraglas einfach entfernen ließ. Also das sollte normalerweise fest verklebt sein. Und jetzt wird mit dem Diamanttrennschneider wird es jetzt einfach rausgeschnitten. Bei all diesen Arbeiten müsst ihr selbstverständlich eine Schutzbrille aufziehen und das Glas vielleicht noch vorher etwas heiß machen. Bei mir hat es nur mit Hitze nicht geholfen, es runterzubekommen, obwohl ich eine sehr hohe Temperatur gewählt hatte. Aber der Vorteil an dem Diamanttrennschneider ist halt, dass damit das Glas in viele Einzelteile zersplittert wird. Jetzt trage ich noch auf der anderen Seite so ein Kunststoffteil, klebe ich wieder rein, das dient zur Halterung des Blitzlichtes. Und auf der Rückseite sollte man noch diesen Stofffetzen, was vor dem Mikrofonloch sich befindet, wieder anbringen, damit es wieder wie original dann aussieht. Hier sieht man dann das fertig eingeklebte Kameraglas. Ich habe diese Schutzabdeckung vor dem Kameraglas draufgelassen, damit da nichts verdreckt wird. Normalerweise würde man ja nur das Kameraglas tauschen und nicht diesen ganzen Rahmen da rausnehmen, denn dieser Rahmen ist ja punktverschweißt mit dem Gehäuse, aber leider wurde der hier unprofessionell rausgerissen. Also bitte im Normalfall diesen Metallrahmen einfach im Gehäuse drin lassen, auf der Rückwand drin lassen und nur das Glas tauschen. Vor dem Einkleben dieses ganzen Rahmens mit dem Kameraglas trage ich möglichst viel von diesem Kleber auf. Ich nehme hier diesen Uhu Max Repair, weil der schön spaltfüllend ist und habe hier als Schutz nochmal so ein Malerkrepp drüber geklebt und danach müssen wir natürlich die überschüssigen Klebereste entfernen. Das Ganze sieht dann wieder wie neu aus und nicht vergessen, eine neue Klebedichtung zu verwenden beim Wiedereinkleben des Displays. Ich hoffe, dass euch mein Video sehr gefallen hat, sonst könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren oder auch mal die anderen Videos anschauen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen hoch machen würdet. Für Fragen und Anregungen einfach unter den Kommentaren drunter schreiben.